Hallo und willkommen im zweiten Advent-Video dieses Jahr. Heute möchte ich mal mit einer Geschichte aus meinem Leben an euch herantreten, die mich als Kind geprägt hat auf eine bestimmte Person. Und diese Person ist heuer gestorben. Heuer sind extrem viele Personen aus meinem Umfeld gestorben. 12 Menschen sind gestorben, denen ich nahe standen, die mir nahe standen. Dieses Jahr ist irgendwie verhext. Und diese Person ist der Vater gewesen eines guten Freundes von mir. Und als ich so circa 4 oder 5 Jahre alt war, älter kann es nicht gewesen sein, habe ich einen Maikäfer gefunden. Ich war total stolz darauf, dass ich einen Maikäfer selbstständig gefangen habe. Ihr müsst wissen, Maikäfer, die haben mich immer fasziniert von Kindesbeinen an. Ich hatte so eine Benko-Dose, das war irgend so ein Kakao, keine Ahnung was das war, ich glaube es war Kakao. Und in dieser Benko-Dose waren jedes Jahr Maikäfer drin, über Nacht, einfach so. Das war meine Tante und ein Onkel von mir, die haben die gefangen, und weil ich so vernarrt in Käfer war, war es natürlich Pflicht, dass da an einem Morgen diese Benko-Dose dasteht mit Maikäfern drinne. Die wurden natürlich wieder freigelassen von mir, ja. Und ich habe einen Maikäfer gefunden, selber. War total stolz drauf, nur irgendwas war komisch an dem Tier. Es war tot. Und ein Mann sagte zu mir, du musst ihn auf den Rücken drehen und am Bauch kitzeln. Dann siehst du, ob der noch lebt oder nicht. Habe ich natürlich gemacht. Extrem lange hat sich da nichts mehr bewegt. Der Käfer war tot. Sei es wie es sei. Und dieses Erlebnis ist mir so richtig im Gedächtnis geblieben. Diese Worte, du musst ihn auf den Rücken drehen und kitzeln, und Das ist eine Erinnerung, die trage ich bis heute in mir. Und heuer war ein starkes Maikäferjahr. Ich habe etliche fangen können. Die Tradition hat sich gewendet. Jetzt bin ich der fängt, und meine Tochter ist völlig vernarrt in diese Tiere. Sie teilt diese Faszination für Natur und Tiere, vor allem Käfer, genauso wie ich. Wie gesagt, es hat sich gedreht, jetzt bin ich derjenige, der diese Tiere fängt, und sie ist ganz fanat darin. Und folgende Szene ist passiert. Larissa kommt am Tag, so heißt meine Tochter, rein und hat einen Maikäfer, einen Toten. Und ich sage zu ihr, dreh ihn auf den Rücken und kitzel ihn am Bauch. Vielleicht lebt er ja noch, mach das mal. So weißt du, ob der noch lebt oder nicht. Und in dem Moment ist mir auch diese Erinnerung wieder hochgeschossen an den Mann, der das zu mir gesagt hat. Ein paar Minuten später kommt meine Frau um die Ecke und sagt, weißt du, wer gestorben ist? Es war genau der Mann, an genau dem Tag, wo Larissa mit dem Maikäfer kam und ich mich an genau diese Szene aus meiner Kindheit erinnert habe. Karl, so hieß der Mann, ist nicht 60 Jahre alt geworden. Nein, er ist weit vorher gestorben. War krank, nach langer Krankheit erlöst worden. Und meine Frau hat ein paar Wochen davor noch mit ihm geredet. Er hatte Zwillinge gesehen und hat gesagt, sag mir jetzt nicht, dass das die Zwillinge sind, also meine Kinder, dass das die Zwillinge sind und dass die schon so groß sind. Er ist, aufgrund der Krankheit sind sie von hier weggezogen, rauf in ein betreutes Wohnheim, wo er mit dem Rollator auch leichter rausgehen kann, das wirklich auf solche Leute abgestimmt war. Und sagen wir jetzt nicht, dass das die Zwillinge sind. Meine Frau hat das bejaht, das sind die Zwillinge, sie sind schon so groß. Er war den Tränen nah, hatte dann erzählt, dass er immer um diese Uhrzeit spazieren geht, weil da die wenigsten Leute unterwegs sind, weil ihn jeder fragt, was leicht mit ihm los ist, was er hat. Er ist ja noch gar nicht so alt, und dass
Das hat wirklich auch an ihn genagt. Und nur ein paar Wochen später, genau in diesem Moment, sagt mir meine Frau, er ist verstorben. Ich weiß nicht, was dieses Jahr tatsächlich los war, warum so viele Leute haben gehen müssen, die mir nahe standen, die ich gern hatte, aber vielleicht nutzt ihr diese Geschichte, diese Erfahrung, diese Emotionen und meldet euch vielleicht bei Leuten, die ihr länger nicht gesehen habt, nur um mal durchzufragen, wie es ihnen geht. Es kann oft gar nicht schaden. Es geht Richtung Weihnachten. Ich denke natürlich viel an meine Familie. Es gibt Leute in meiner Familie, die ich nur ein- oder zweimal gesehen habe. Ich habe zum Beispiel eine Tante gehabt in Deutschland. Die kannte ich gar nicht. Irgendwann wurde mir erzählt, dass sie verstorben ist und ich hatte kein Gesicht, keine Erinnerungen, nichts, das ich irgendwie mit dieser Frau verbinden konnte. Nichts. Schaut auf eure Familien, schaut auf eure Freunde. Man weiß nie, es kann oft ganz plötzlich gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.